Der Röhrenwärmetausch an sich ist enorm viel Kompetenz. Also um einen Röhrenwärmetauscher auszulegen, braucht man sehr, sehr viel Know-how. Das Know-how muss man sich aneignen. Das haben wir uns in den letzten 5 Jahren sehr stark angeeignet. Wir haben also verschiedenste Produkte untersucht, wie verhalten sich die Produkte, die Fließeigenschaften, die Wärmeübertragungseigenschaften. Um eine Maschine wie die Vario Accept zu entwickeln, brauchen wir 3 Disziplinen. Das ist zum einen die mechanische Konstruktion, die Verfahrenstechnik und die Automatisierung. Diese 3 Bereiche sind gleichberechtigt nebeneinander, wobei die Verfahrenstechnik die Basis bildet. Also für die Auslegung einer Vario Accept messen wir im Labor die Viskosität der Produkte. Das machen wir an verschiedenen Stellen, also verschiedene Temperaturbereiche decken wir da ab. Zusätzlich wird die Wärmeleitfähigkeit des Produkts ermittelt, um daraus die Größe des Apparats zu berechnen. Es können Produkte vorkommen, die Stücke, Fruchtstücke oder Fasern beinhalten. Das ändert auch den Charakter und deswegen wird es auch bei uns im Labor mit charakterisiert. Wir bestimmen die Partikelgrößenverteilungen und Menge von Partikeln. Für die thermische Produktbehandlung insbesondere für unsere Röhrenwärmetauscher ist es notwendig, dass wir wissen, was unsere Module hydrodynamisch und thermodynamisch an Leistung erbringen können. Und das können wir im Technikum mit schon im Großmaßstab gefertigten Röhren überprüfen. Wir können dadurch für den Kunden eine punktgenaue Auslegung auf seine Produkte und seine Anforderungen generieren und haben dadurch für uns und für den Kunden die Möglichkeit, optimale Produkte anbieten zu können. Wir haben verschiedenste Rohrgeometrien dann untersucht und sind letztendlich darauf gekommen, dass wir für gewisse Produktklassen zum Beispiel unsere Kreuzstrahlrohre einsetzen, die speziell strukturiert sind, sodass wir enorme Möglichkeiten haben, hier von der Produktbandbreite, die wir mit einem Wärmetauscher fahren können, dass wir da also das Ganze perfekt abbilden können. Und aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht deutlich besser, als es die Konkurrenz kann. Die Konstruktion geht sogar bis ins letzte Detail, bis in die Rohrleitung selber, wo wir dann sogar die Rohrleitung in sich als Fertigungsteil dann auch sehen. Und dadurch wird eigentlich erst ermöglicht, dass wir unsere Rohrfertigung in dem Ausmaß und in dem Umfang betreiben, wie wir es aktuell auch haben. Der Fertigungsprozess liegt normalerweise in der Rohrproduktion im Millimeterbereich. Bei diesen Röhrmodulen liegt der Fertigungsbereich im Zehntelbereich. Das heißt, wenn wir 6 Meter lange Rohrkomponenten fertigen, ist hier ein Zehntelbereich ja, ein Meilenstein eigentlich, also was Wesentliches. Da geht es im Wesentlichen um die Fertigungsgenauigkeit, es müssen die Außentemperaturen stimmen, die Maschine muss exakt eingestellt sein, um somit diese Prozesse genau einzuhalten und dementsprechend auch zu verifizieren. Der Schweißbereich ist ebenfalls eine große Herausforderung. Somit ist natürlich auch eine gewisse Fachspezifikation erforderlich des Schweißers. Also in der mechanischen Montage werden als allererstes einmal die Rahmen aufgestellt, dann die Tanks aufgebaut, die Pumpen auf Traversen montiert und auf den Rahmen gestellt, das Ganze im Wasser ausgerichtet, das heißt ausnivelliert, dass das richtig steht. Dann wird die Verrohrung aufgebaut, die ja komplett vorkonstruiert über das Rohrbiegezentrum dann bei uns schon gefertigt aufschlägt. Die werden eingebaut, dann werden Themen wie der Röhrenwärmetauscher aufgebaut, dann zusammengeblockt mit den Hauptmodulen. Und dann ist der mechanische Part eigentlich abgeschlossen. Dann kommt die Elektrik, wo wir Kabelschächte einziehen, die einzelnen Feldgeräte wie jetzt Durchflussmesser, Temperaturaufnehmer, solche Themen verkabeln, anschließen, dann die Kabel bündeln, vorziehen zum Schaltschrank. Auch der Schaltschrank wird in einem anderen Bereich vorgefertigt, bekommen wir angeliefert. Der wird dann an der Maschine verkabelt und somit ist die Anlage dann elektrisch fertiggestellt.
und nehmen dann die Anlagen vollständig in Betrieb, dass wir also hundertprozentig getestet zum Kunden ausliefern können. Dazu haben wir auch entsprechende Peripherien im Haus, wie den Prozessraum, den wir für solche Inbetriebnahmen auch nutzen, wo wir dann sogar Lauge und Säure durch die Anlage fahren und so die Reinigungsprogramme komplett im Haus testen können. Wir haben ein sehr gutes Team aus Produktspezialisten, aus Verfahrenstechnik und aus unseren Programmierern. Wir müssen natürlich sehr eng mit ihnen zusammenarbeiten. Unser hauptsächlicher Ansprechpartner ist die Verfahrenstechnik. Die macht die Beschreibungen für unsere Anlagen oder für unsere Software. Und wir programmieren es dann. Da gibt es immer wieder Rückfragen. Unklarheiten werden sofort geklärt. Wir sitzen auch alle auf dem gleichen Stockwerk, sind also sehr eng beieinander. Und dadurch, denke ich, ist das Ergebnis auch ein sehr gutes. Die Herausforderung liegt aber, dass die einzelnen Anlagenteile untereinander schlüssig und stimmig funktionieren. Das heißt, sie müssen aufeinander konzipiert werden, aufeinander abgestimmt werden und müssen dann schließlich draußen beim Kunden in der Anlage funktionieren. Wir simulieren in-house am Rechner das Zusammenspiel der einzelnen Anlagen. Somit können wir schon, bevor die Anlage in Betrieb geht, das Zusammenspiel der Anlagen genau testen und auf die Anforderungen des Kunden abstimmen. Ja, Nachhaltigkeit ist für uns ganz wichtig. Also nicht nur für uns, für unsere Kunden auch. Sie wollen nach Möglichkeit wirtschaftlich produzieren, also keine Produktverluste, niedriger Energieverbrauch, niedriger Wasserverbrauch. Ja, und wir haben ja mit unserem Enviro-Programm da auch die Basis praktisch gelegt und das findet sich auch in unseren Maschinen wieder. Und wir optimieren kontinuierlich und suchen neue Wege, neue Mittel, also die Verbrauchs- und letztendlich die Verbrauchswerte nach unten zu kriegen und die Effizienz der Maschinen nach oben zu kriegen. Und arbeiten da sehr, sehr konsequent dran. Wenn der Kunde damit zufrieden ist mit der Anlage und die Anlage wirklich gut läuft, dann ist das für uns das größte Erfolgserlebnis. Ich habe gehört, dass Krones speziell bei der Kurzzeiterhitzung viele eigene Innovationen hat. Das ermutigt mich sehr. Das animiert mich. Wir haben an die 24 Komplettlinien von Krones. Diese beinhalten unter anderem einen Prozessraum für Hotfill und gehen hin bis zur Pack- und Palettiertechnik. Für uns war es definitiv die beste Lösung. Wir sind in den USA über all die Jahre kontinuierlich gewachsen und Krones ist bis heute ein starker Partner an unserer Seite. Das, was man sich erarbeitet hat über den ganzen Entstehungsprozess hinweg, über einen langen Zeitraum, wenn man sieht, dass das funktioniert, das ist ein tolles Gefühl, weil dann hat man wirklich den Lohn der Arbeit geerntet. Also man hat wirklich, du weißt, es funktioniert einfach und das ist toll.